Wir rüppeln uns weiter durch dies Shit hier. Oh, krass. Ist das nicht eine Ansage? Ist das nicht ein Partbeginn? Wir rüpeln uns und krüpeln uns durch. Fertig. Das ist ein Partbeginn. Oh, meine Güte. In der Pokémon Soul Link Nuzlocke Challenge Feuerrot und Blattgrün. Wir waren letztens stehen geblieben. Wir wollten im nächsten Part hier durch und so weiter. Und wir gucken einfach mal, was hier Phase ist. Wir haben schon letzte Part die Tür geöffnet. Ihr habt die gesehen. Und wir können hier noch eine Tür öffnen. Öffnen wir noch eine Tür. Bingo. Geil. Und dann können wir hier runter, dann waren wir schon hier, aber dann ist auch noch eine kleine Tür. Die können wir auch öffnen. Bingo. Oh, hier können wir uns heilen. Oh nein, wir sind gleich bei Sucker, Alter. Wir müssen aber noch den ganzen Trainer machen. Die nehmen wir auch mit. Aber das hier ist der Weg zur Sucker, wenn wir hier lang gehen. Da gehen wir erst ganz zum Schluss lang. Merk mir mal die Etage, bitte. Ich merke mir die Etage, so. Das war 8. Stockwerk. Alles klar. Was ist im 9.? Oh, hier können wir noch kämpfen, also gleich einfach hochgehen. Genug von deinem dummen Spielchen. Ja, moin. So, Forscher Ronald, Alter. Ronald, Alter? Ronald McDonald. Wollte ich gerade auch sagen. Wie stehst du zu McDoof? Findest du, es schmeckt? Oder? Jetzt ohne, dass du sagst, ich muss abnehmen. Nein, einfach mal objektiv sagen, wie du den Geschmack von McDoof findest. Matschig, ja. Das ist eine treffende Beschreibung, glaube ich, finde ich. Matschig, ja. Bei mir, ich würde sagen, es ist schon matschig, ja. Allerdings muss ich sagen, man kann es mal essen. Ab und an kann man schon nach McDoof gehen. Ja, wenn sie Gläser also haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es zum Kotzen schmeckt, ne? Ich meine, so scheiße schmeckt das nun auch nicht, aber ab und an kann man schon so einen Burger da essen, ne? Also, es schmeckt schon ziemlich sehr zum Kotzen, doch. Nein, ab und an kann man sich Mc's mal gönnen, aber ich würde es jetzt nicht wie in Amerika machen, wo sich jeder zweite Typ ein Big-Size-Menü bestellt. Nee, ich würde halt so essen, dass ich einmal satt werde. Meistens bestelle ich mir halt, wenn ich mal zu McDoof gehe, ne? Wenn ich mal zu McDoof gehe, dann bestelle ich mir halt irgendwie zwei Burger, zwei Big Macs und das war's. Ja. Und Pommes. Aber wenn ich denn die aufgegessen habe, dann merkt man halt auch hinterher, so, wenn man wieder zu Hause ist, könnt ihr schnell was essen. Weil die halten auch nicht lange satt, ne? Richtig, weil das sind irgendwie, glaube ich, schlechte Kohlenhydrate und die halten nicht lange satt. Ja, das sind gesättigte Fettsäuren. Genau. Und dann nicht mal die Guten. Nee, das sind nicht die Guten. Was habe ich hier vorne gerade? Ich habe hier einen Marshock. Boy. Marshock hat er? Aber weißt du, was ich kann, Kumpel? Ich kann Giga Drain, Alter. Giga Drain. Ach ja, Spongy hatte bei mir in die Kommentare, glaube ich, geschrieben, dass man Matschbombe in der Rocket-Spielhalle bekommt. Kann man da kaufen. Stimmt, habe ich gelesen. Vielen Dank für den Kommentar. Leider konnte man Matschbombe da kaufen? Ich glaube nicht, ne? Haben wir Matschbombe schon gekauft? Haben wir Matschbombe gekauft? Habe ich das Gift noch nicht beigebracht? Bin ich ein Idiot? Das kann nicht sein, also ich glaube, das ist Fakt. Natürlich kann er Gesichte. Ein Schwanz. Naja, immer noch besser als ein Nini zu sein. Glaube ich zumindestens. Oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie heiß das ist, ne? Es ist so fucking... Ja, glaub mal, meine Hände schwitzen übertrieben. Es ist so fucking heiß, Alter. So, ich guck mal. Nee, tatsächlich, ich hab Matschbombe nicht. Oh, es ist so warm, Alter. Ihr glaubt gar nicht... Warte mal, ich geh mal gucken, ob ich Matschbombe habe. Ihr glaubt gar nicht, wie warm das unter dieser scheiß Cappy ist. Matschbombe. Ich hab Carbon gefunden. Nice. Nice. Und ein Sonderbonbon. Nice. Ich hab auch keine Matschbombe. Ein Hyperball. Ich werde jetzt mal... Jetzt spoiler mir nicht die Items. Ich werde jetzt mal meine Sonderbonbons verteilen, Alter. So, ich werde erstmal welche auf Unkraut geben. Was habe ich da eigentlich dafür noch für Items? Zwei Stück. So, und das sind übrigens unsere... Wir haben noch vier Sonderbonbons. Das sind übrigens unsere legit bekommenen Sonderbonbons. Die haben wir nicht gecheatet, die haben wir gesammelt. Haben wir? Ja.
Supertrank. So, brauche ich irgendeinen Supertrank? Einfach geben. Einfach auffrischen. Ich bin voll. Warum nicht? Besser als wenn es tot geht hinterher. Ich bin voll. Mit Alk. So, Tür öffne. Glaube ich dir. So, hier ist eine Frau. Hilfe, ich hab Angst. Was soll ich denn sagen? Ich bin nur ein kleines Mädchen hier. Wie ein Forscher. Ja, weißt du, wo ich lang gegangen bin? Hast du es mitgekriegt? Ja. Ich bin genau in dieselben Orten. Ja, gut, nice. Oh nein! Dieter! Der Dieter hat ein Labrot-Leck-Kell oder so, keine Ahnung. Kadeschlag. Wusstest du, dass Elektroball die ersten 5 Buchstaben rückwärts gelesen Labor heißen? Das ist kein Zufall. Das kann kein Zufall sein. Tikel heißt er dann mit den letzten 4 Buchstaben. Labor Tikel. Tikel. Was für ein Labor Tikel? Was für ein Laborkittel. Ja, Laborkittel, Alter. Bitte stirb, du Laborkittel. Du schwächliches Pokémon. Mist. Hey. Ich hätte einen Macho-Mai, Alter. Kannst du nicht Macho-Mai als Schwäche bezeichnen. Was bist du? Wie bist du denn drauf? Ich glaube, er meinte eher sein Elektroball. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nee, da ist eine Tür. Die will ich erstmal öffnen. Ach, scheiße, hier unten ist noch ein Rüpel. Das Team Rocket hat die Kontrolle über Sylph Company übernommen. Ja, und wir werden sie euch entreißen, weil ihr dämliche Lappen seid. Was ist das für Pokémon? Das ist die Frage. Einmal Holo. Stabil. Kann wahrscheinlich auch Gesichte, ne? Soll ich dir was sagen? Macholo ist echt Sief. Sief, Digga. Hm. Ziemlich, ne? Bist du der gleichen Meinung wie ich, dass Macholo ziemlich Sief ist? Ich bin der gleichen Meinung wie du, ja. Vergeltung? Seht ihr dieses Gesicht? So freue ich mich über Vergeltung. Er konnte kein Gesichte bei mir, hat es nicht eingesetzt. Ja gut, wäre auch bescheuert. Aber er hat auch nicht eingesetzt, weil er sofort down war. So, Gigadrain, Alter. Macholo. Gigadrain dürfte ihn wegrasieren. Ein Traumato. Nice. Pokémon. Boy. So los, Strunki, Alter. Weißt du, wie Boy klingt, Alter? Wie so ein Rülps, der Name. Weißt du, was mich Boy erinnert? An God of War. Ey, Boy! Ach so, stimmt ja. Boy. Boy! Oh, Traumato schreckt zurück. Du fette Qualle, Alter. Du fette Qualle, ey. Hier ist noch eine Tür, da kriegen wir wieder Items. 3 Stück. Fluchtseil. Sag, spoiler mir nicht. Spoiler nicht. Lies einfach nur. Hyperheiler. Und dann ist gut. Top-Beleber, das beste Item in der Nuzlocke. Können wir verkaufen. Psst, siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Ach, halt dein Maul. Wir kriegen irgendwo noch einen Lapras, ne? Ja, vor... nach Sucker. Hier ist noch ein Rocket-Rüpel. Eindringling gesichtet. Wo bist du denn hingelaufen? Ja, jetzt oben und dann rechts und dann runter. So. Der hat 3 Pokémon, der hat eine Natter. Dieses Mal mache ich das dumme Wortspiel nicht. Dafür bin ich jetzt schon zu groß. Dafür bist du zu groß? Ja, ich bin zu großer YouTuber mit 100 Abonnenten. Da bringt man keine dummen Wortspiele so, mehr. Ja, man muss auch mal überlegen, ne? Wir sind ja mittlerweile schon ein bisschen Fame, ne? Ja, so ein bisschen Fame. Der ganze Fame schlägt einen ganz schön aufs Gemüt, ne? Ja, vor allem muss man ja auch immer auf Twitter nachsagen, ey, von wegen, ey, es fällt aus. Ja, eben. Diese Woche. Fame zu sein ist schon ganz schön anstrengend, ne? Wir müssen unsere Wanne vergolden lassen. Das dauert halt ein bisschen. In Milch baden. In Geld baden. Ja, das auch. Aber wenigstens baden wir nicht in Chicken Wings. Für Geld meinst du? Ja, für Geld. Ja, das hast recht. Na, was will Zubat eigentlich hier? Alter, deine Furzwolke ist schon Level 41. Du sollst die anderen mal trainieren. Ach ja, stimmt. Nein! Mach nicht diesen! Das war ein Flügelschlag. Los, Nasoru, du bist dran! Entschuldigung, dass ich meine Pokémon sorgsam aufziehe.
Du trainierst zwei Pokémon und den Rest lässt du einsam sterben. Nein. Hier, bei mir gibt's sowas nicht. Ich hab nur Pokémon nicht trainiert, die ich nicht mag. Wollen wir nochmal über das Level von Kami reden? Ich kann gerne über das Level von Kami reden. Kami habe ich bis jetzt nur einmal hier, glaube ich, in der ganzen Hilfskompanie einmal eingesetzt. Kami ist Level 47, Alter. Die 7 Level weiter als mein stärkstes Pokémon, glaube ich. So, ich liegt noch ein Pokéball auf dem Tisch. Folterknecht. Oh Mann, ist das scheiße. Ja, ist nicht gerade so optimal, wo sind wir denn? So hoch? Ja, hoch. Vierte. Waren wir hier nicht schon? Ja, tatsächlich. Wir entwickeln diese Labor neue Pokébälle. Du kannst gegen den Lappen hier kämpfen da oben. Oh, der hat 4 Pokémon. Oh. Wie heißt der? Burkhardt? Ja, Burkhardt. Nenn sein Kind bitte Burkhardt. Schlafbude, Alter. Danke, Unkraut. Hau ihn auf die Fresse, gerade Schlag. Sehr nice. Gut gemacht. Wusstest du eigentlich, warum sind Kampfattacken sehr effektiv gegen Stahl-Pokémon? Hast du schon mal jemanden gesehen, der mit Karate einen Stahlbalken zertrümmert hat? Es geht nicht um Zertrümmern, es geht um Zerbiegen. Du verstehst nicht. Einmal so. Stimmt. Daran, ja. Daran habe ich doch gar nicht gedacht. Das ist echt schlau. Das ist total schlau. Da steckt ein totales System dahinter. So richtig schön. Ja, genau. So, das war's mit Magneton Tankenrock rasiert. Ach ja, wusstet ihr, Kadabra erschien niemals wieder als... Oh, ist jetzt gut jetzt. Kadabra erschien niemals wieder als Pokémon-Karte, weil Uri Geller sich bei Nintendo beschwert hat. So bescheuert, ne? Es ist so bescheuert, wirklich. Es gibt nichts Bescheueres als Uri Geller, Alter. Der größte Betrüger... unserer Zeit, ja. Sogar Mind Freak war besser, Alter. Und das war selbst scheiße. Ich fand den geil, ey. Komm schon, der war echt ja, nice. Komm. Ja, gut, er hat sich hier per Heli mit der Schraube durch den Rücken jagen lassen und dann per Heli rumfliegen lassen. Ja. Aber es war doch mehr Fake als echt, Alter. Natürlich war das Fake. Aber wenigstens kann er das gut präsentieren. Uri Geller ist halt einfach so, oh geil, ich kann Löffel verbiegen. Ja. Das ist Uri Geller. Protein! Boah, Alter. Protein! Leute, ihr müsst alle aggressive Retsuko gucken. Das. Was? Also eine Fliege, Alter. Die war so groß, als wenn das eine Wespe war, Alter. Ach komm, ich krieg schon wieder die Poison, Alter. Och, ich hab gerade richtig die Panik gekriegt. Alter! Weißt du, was dagegen hilft? Protein! Ja. Bei mir war gerade eine Fliege, Alter. Ich dachte, die war so groß wie eine Wespe. Ich habe gerade vor die Panik gekriegt. Aggressive Retsuko ist halt schon echt witzig. Ja, auf Netflix läuft. Könnt ihr euch geben. Ja, gebt euch das. Nice. Gebt euch das. Das ist echt cool. Protein. Diese Rüppel haben die Kontrolle in diesem Gebäude übernommen. Ah, Boss sagt, er hat einen starken Pokémon. Ich hoffe, dass unser Präsident meinen konnte. Der Proteintyp ist so geil, wenn Retsuko mit dem redet. Von wegen, der macht doch nur seine Fitnessübungen und sagt die ganze Zeit Protein. Power Punch! TM1! Verrat mir doch nicht die Items! Spoiler halt mich doch Maul. Nicht! Halt die Fresse! Ich möchte Power Punch gerne für mich selbst finden! Power Punch muss aufladen, ne? Oh, was? Angriff, der zuletzt erfolgt. Der Anwender schreckt eventuell zurück. 150! Ja, für Machomai ist das ein 150er Step Move. Genauigkeit 100! Ja. AP 20. Power Punch ist nice. Alter, was zur Hölle? Kiddo, Alter. Das muss Kiddo lernen, ne? Das muss Kiddo lernen. Das ist Kiddo. Das ist Kiddo-Move. Bei Geowurf und Überwurf, was besser? Lies dir doch durch. Achso, ja, stimmt. Geowurf. Ja, weg mit Geowurf. Ja, weg mit Geowurf, komm. Geowurf ist basiert hier, auf dem Gewicht des Pokémon. Presse mir die CD an deiner Stirn, oder wie war das? Ja. Nicht? Hast du gegen den Forscher hier auch doch gekämpft? Doch, jetzt. Der kämpft nicht. Diese Rüpel haben gerüpelt. Danke. Protein! Power Punch! So, wir müssen leider, Leute, sorry, dass die Silph Company so lange dauert.
Wir müssen jedes Stockwerk einzeln abklappern, jetzt, so, wo wir den Türöffner haben. Ja, richtig. So, dann heißt es wieder ein Stockwerk runter. Haben wir hier schon alle besiegt? Ich glaube, hier waren wir, oder? Wir sind auf dem Weg auf den Weg nach oben gegangen. Ja, hier waren wir, oder? Ja, hier waren wir. Ja, wir waren ja schon. So, dann noch ins zweite Stockwerk. Ach nee, ins zweite Stockwerk. Zwei hoch. Nee, zwei hoch. Hier waren wir noch nicht. Ha! Zweite Stockwerk. Achso, okay, ja, dann geh ich halt runter. Hör endlich auf, uns zu nerven! Brudi, Alter. Denk einfach immer daran, Protein. Dann wird. Hör dir auf, uns zu nerven. Na, halt die Schnauze. Dann wird alles gut. Nur Protein, das ist wichtig. Ich hab nur noch einmal Giga Drain, Alter. Gratikal! Karl! Karl, wo sind seine Hände? Mein Power Punch, wir werden mal sehen, wie er ausschaut. Oh. Du musst warten. Power Punch dauert zwei Runden. Deswegen ist Power Punch. Zwei Runden? Ja, deswegen ist Power Punch nicht so gut. Was sagst du jetzt? Aber es ist ein Stab-Move für Kiddo, ne? Ups. Das überlebt er nicht. Stab sehr effektiv, never. Gut gemacht, Kiddo, Alter. Zeig, was du kannst. Ein Hypno schon wieder. Oh nein! Mach nicht diesen. Tut mir leid. Ich hab vergessen, Konfusion ist sehr effektiv, weil Giflor ein Gift-Pokémon ist. Ich gehe zu Big Fart. Ich gehe das Risiko ein, wenn er Psychokinese kann, ist Big Fart tot. Er setzt nur Aufsätze ein, das ist mir scheißegal. Lebt er noch? Nee, würde gerade sagen. Boy wird ihn umbringen. Hab ich doch gesagt, Boy ist richtig krass, Alter. Ja. Aber Boy braucht noch EVs, das ist ganz wichtig. Super. Ja. In der Tat. In der Tat. Karl, wo sind seine Hände? ich habe sie gekocht und gegessen. Karl, warum machst du sowas? Ich hatte Hunger auf Hände. Würde ich sogar radikal zutrauen. Ja. Dass er Hunger auf Hände hat. So wie der aussieht, Alter. So, ja, aber wirklich, der frisst dir zu den Händen weg, Alter. Der ballert dir komplett weg. Ja, aber richtig hart. Ich gebe auf. Ja, natürlich gibst du auf. Was sollst du denn auch sonst tun? Du bist ein Lappen, Alter. Hier ist noch eine zweite Tür, wenn man durch die Tür geht. Danke, was ist da für ein Item? Hypertrank. Richtig useless. Ich arbeite für das Team Rocket. Die Sylph Company zahlt zu wenig. Spasti, Alter. So Spasti, ey. Das ist so, als würde ich sagen, ich arbeite für ein korruptes Regime, weil mir die anderen zu friedlich sind. Genau. Das ist genauso dumm, Alter. Warum setzt... Ich sollte switchen. Der Elektroball. Explosion! Einsetzen, dann bin ich tot. Och, ein Crit. Danke, Unkraut. In your face. Ah, Crit. Kann Smog... Smogmog kann auch in mein Face explodieren, oder? Natürlich ist er paralysiert. Ja, moin. Du kriegst die Para, Alter. Diese Edition ist verflucht. Steinwurf. Ich hätte so gern Steinhagel, ne? Richtig hart, Alter. Please, no poison. Dankeschön. Brutto, mach mal bitte. Kriegen wir dann... Der heißt Eros. Eros. Gut gemacht. Gut gemacht, Nintendo. So heißt bei uns... bei mir zumindest, bei dir nicht mehr, ein Pornogeschäft, ne? Ich erinnere mich dann noch an ein schönes Foto. Oh. Leider war der Tag dann am Ende nicht mehr so geil. Aber das behalten wir mal für uns. Ja, ich fand's lustig. So, ich glaube, hier werden wir stehen bleiben auf Stockwerk 5. Hier geht's dann im nächsten Part weiter. Oh, wir schaffen die Sylph Company. Ja? Wir schaffen die Sylph Company in den drei Parts jetzt nicht, ne? Wir haben's euch gesagt, Leute, das geht länger als die Fuxania City Route. Hier durch oder wo? Nee, einfach die Treppen hoch bis Stockwerk 5. Wir gehen die Stockwerke jetzt einzeln ab. Ach so. Wir wollen ja alle Trainer mitnehmen, ne? Ja, da hast du recht.
Vorsicht. Genau. So, hier beenden wir den Part. Miku, macht die Abmoderation. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Aktiviert die Glocke, abonniert uns unsere Kanäle, liked den Part, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann liked ihn trotzdem. Lasst den Like-Button heiß laufen, Alter. Und wir sehen uns dann im nächsten Part bei Train wieder. Haut rein und tschüss. Tschüss.